Logbucheintrag Nummer 40 von Captain Kirkbeard an Bord des Aufklärungsschiffs Enterforge. Wir hören immer noch den Kampflärm, den unser Außenteam gerade verursacht, während sie gegen die Sludge Queen kämpfen. Wir hoffen mal, dass sie diesen Kampf bald beendet haben und sicher zu uns zurückkommen werden. Kirkbeard. Naja, Kirkbeard nicht Ende. Ja, Kirkbeard kommt noch ein bisschen. Okay, da sind wir schon wieder und es gab beim letzten Mal einen kleinen Patch mal wieder, was man hier schön sehen kann. Wir haben nämlich im Pausemenü einen Kamera-Overhead, der kommt und weggeht, was ganz lustig ist irgendwie. Also ja, es wurde ein bisschen gebalanced. Es wurden die Fehler behoben. Ich hatte ein, zwei Mal Ladefehler während der Aufnahmesession, wo mir dann das Spiel abgestürzt ist. Da hatten wir ja auch einmal Synchro-Problem. Also das war gerade dort. Die wurden angeblich behoben. Und ja, es wurde auch gebalanced, habe ich gehört. Und ein paar Sachen geändert. Und es ist sogar der Schwierigkeitsgrad einfach hinzugekommen. Wobei wir den ja nicht unbedingt brauchen. So, wir brauchen erstmal einen Rundumschlag. So. Dann müssen wir den Stein aktivieren. Da kommt nämlich der Krieger. Den wir erstmal loswerden müssten. So. Dann können wir uns kurz hochheilen. Gut. Gehen kurz in Pause und schalten unsere Jungs mal wieder um. Und da geht es jetzt daran, die Sludge Queen mal wieder zu töten. Oder es jedenfalls zu versuchen. So, das war jetzt der Auslöser für die erste Welle. Und mein Smash Fist, den setze ich mal wieder auf Aggro. So, Sludge Queen. Eine verpassen. Heilen. Oh, da kommen jetzt, glaube ich, Kamikaze. Es sind auf jeden Fall Spucker. Okay, das heißt, ich setze dich auch mal wieder auf aggressiv. Nein, du darfst nicht in den Sumpf. Sondern dich mal heilen. So, ihr könnt ruhig mit denen spielen. Während du dich weiter um die Sludge Queen kümmerst. So, oh Gott. Es kommen gleich zwei Sludge Warriors. Das ist nicht so schön. Okay, wo bleiben die? Heilung ist wichtig. Du gehst mal in Steinform, du wirfst mal dein Schild an. Wow. Okay. Du schießt auf den Warrior. Was? Was war das eigentlich gerade eben, hä? Ach so, der wird die ganze Zeit bespuckt von denen. Wo will mein Forcer bitte hin?
Okay, das ist jetzt gerade irgendwie ziemlich blöd. Belebt mal einer den Shadow wieder? Also irgendwas stimmt hier jetzt nicht ganz. Du mach Rundumschlag. Du belebt den Shadow. Achso, der Shadow ist wieder am Leben. Okay. Ja, du lande. Okay, wo ist jetzt mein Smash-Fist draufgegangen? Okay, lebt auch wieder. Also irgendwas ist hier gerade nicht ganz richtig. Mist. Jetzt ist er nicht mehr nah genug dran wahrscheinlich, dass ich ihn heilen kann. Nein. Okay, konzentriert euch auf den Smash-Fist, dass du geheilt wieder aufstehst. Sonst habe ich ein Problem. Genau. Kannst du mal treffen? Das wäre nett. Okay, mein Shadow, der wird wieder gegrillt gerade. Ernsthaft? Ist der wirklich zu blöd, da den da zu treffen? So, jetzt ist wenigstens der Warrior mal weg. Fossa. Fuck. Die Jungs müssen weg. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Mein Smash-Fist ist nämlich auch gleich tot. Komm schon! Was auch immer das gerade war, was passiert ist. Erst einmal sind alle irgendwie irgendwo hängen geblieben. Allein das schon war irgendwie nicht ganz gut. So. Hallo? Greift ihr den da an? Ich will ja nichts sagen, aber irgendwas ist hier definitiv verbuggt. So viel zum Patch. Der Patch hat alles kaputt gemacht. Sag bloß, ich hätte das Spiel ganz neues Spiel starten müssen dafür. Nee, komm. So will ich nicht gewinnen. Das gibt's doch echt nicht. So. Ich kann den nicht angreifen. Nein, ich schieße nur durch ihn durch. Okay. Ja, ich weiß, du würdest am liebsten ein Stück von ihr abbeißen, aber nein. Du kannst ein Stück von denen da haben. Shadow bitte.
Ja, jetzt kriegt mein Shadow wieder zu viel ab. Oh, ach ja, ich muss dich auch wieder auf aggressiv setzen, natürlich. Du aus dem Weg. Du schießen. Sehr gut. Und nächster Schuss. Mein Boss hat irgendwie auch gerade keine Lust. Ich stelle ihn einfach sicherheitshalber nochmal um, meinen Forcer. Ah, Smashfist ist tot. Smashfist steht zum Glück wieder auf. Und ja, die verheddern sich immer am Heilkristall. Ich kapier's aber nicht. Warum? So, da kommen jetzt zwei Sludge Warriors. Wisst ihr was? Ich ignoriere die Sludge Warriors einfach. Und halt auf die Queen weiter drauf. Weil irgendwas ist mit den Warriors verpackt. Okay, die Queen animiert alle dazu, sich umzubringen. Shadow bitte auswählen. So, nun? Also eine kleine Anmerkung an den Entwicklern. Helped us rescue our spaceship. There's a lot to be done to fix it, but we have plenty of time. Wait. I feel some dark energy emanations nearby. I don't think they can bring us any good. Oh. Ja, ganz toll. Nicht mal ein Abspann oder irgendwas. Das war jetzt sehr, sehr, sehr unepisch. Ganz ehrlich. Aber ja, gut, es stand da to be continued. Es soll auch ein Kapitel 3 irgendwann geben, wenn es fertig entwickelt wurde. Ich warte mal ab, aber das gerade eben war irgendwie nicht richtig. Gut, tut mir leid, ich wusste nicht, dass der Patch sowas hier veranstaltet. Ich habe eigentlich gehofft, dass es... dass der Patch was besser macht. Vielleicht liegt es auch wirklich daran, dass ich den alten Spielstand benutzt habe. Aber nein, ganz ehrlich, das war irgendwie jetzt komisch. Erstmal haben sich meine Zwerge ständig am Heilstein verheddert. Und zweitens sind die Warrior, die Sludge Warriors, nicht mehr in die Gänge gekommen. Ich weiß noch, in der letzten Aufnahmesession, der eine, der auf Spawn zum Beispiel den Heilstein benutzt, war richtig nervig. Teilweise. Und die anderen beiden dann habe ich ja immer versucht, einzeln zu kriegen. Und erstmal auszuschalten. Aber selbst das war irgendwie komisch. Ich klicke mal kurz auf New Game. Ja, ich will New. Ah ja, das hat sich auch geändert. Also bei Easy sammeln Zwerge mehr Ressourcen.
Sie versinken nicht mehr so leicht in Sümpfen. Und Gegner sind schwächer. Ja, okay. Normal ist klar. Zwerge sammeln mehr Ressourcen. Und sie versinken immer noch nicht so schnell in Sümpfen. Und hier kriegen Zwerge halt mehr Schaden. Und der Prozess kann nur an Runen gespeichert werden. Und wahrscheinlich auch die Autosaves am Anfang des Levels. Gut, das ist jetzt... Naja, ich will jetzt nicht sagen, es ist enttäuschend. Aber wir haben ja gesehen im To Be Continued, dass wir uns noch auf was freuen können. Nämlich auf eine neue Bedrohung. Die fast aussah wie Ultima Zerg oder so. Tyranniden. Keine Zerg, Tyranniden sind bedrohlich. Ein bisschen Warhammer-Werbung machen. Ja, wie auch immer. Auch wenn das jetzt die letzte Aufnahmesession ein bisschen enttäuschend war, weil ich gehofft habe, dass ein bisschen noch mehr kommt. Es wird auf jeden Fall weitergehen, sagen wir es so. Wenn die neue Episode draußen ist, werde ich gleich weitermachen mit der. Aber bis dahin wünsche ich euch, hoffe ich euch, dass euch das Projekt bis hierhin so weit gefallen hat. Und dass ihr weiter zuschauen werdet. Ich werde jetzt gucken, dass ich für sonntags ein Ersatzprojekt für das Sonntagsspecial erstmal ein Ersatzprojekt finde. Aber bevor wir zum Abschluss kommen, bevor ich aufhöre, ist natürlich der Abschluss des Logbucheintrages nötig. Also, Abschluss Logbucheintrag Nummer 40 von Captain Kirkbeard. Wir hören draußen die Karawanenmitglieder an unserem Schiff arbeiten. Sie scheinen es wohl endlich aus dem Sumpf ziehen zu können. Und unser Außenteam ist endlich wieder bei uns angekommen. Wir werden noch einiges an Reparaturarbeiten an der Außenhülle vornehmen müssen. Unser Optimismus, dass wir genug Zeit dafür haben, hat sich leider dadurch relativiert, dass unsere Außensensoren das Gefühl unseres Shadows bestätigt haben. Irgendetwas kommt auf uns zu, wir wissen aber nicht was und es kann nichts Gutes sein. Wir melden uns dann wieder, wenn wir hier wegkommen. Kirkbeard, Ende. Ja, und von mir ein bis bald.